Felix Brückmann, 2:2 gegen den BHK, zum Schluss noch relativ glücklich den Ausgleich geschossen. Sag mir mal deine Ansicht zum Spiel bitte. Ja, ich denke, wir starten gut, wir kommen gut in die Partie, lassen den Ball gut laufen, gehen auch in Führung. Dann haben wir nicht ganz den Zugriff immer gehabt im Zentrum, kriegen da schon so diesen einen Pfosten-Pfosten-Schuss, der dann auch ins Vierkugel geschossen wird. Ja, das 1-1 war dann verdient, weil wir einfach nicht mehr so griffig waren. Zweite Halbzeit, hören wir so ein bisschen auf, wie wir, fangen wir ein bisschen so an, wie wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Wieder nicht so am Mann. Ja, das Tor ist dann halt sehr bitter, wie das da reingeht. So, dann fangen wir uns, glaube ich, wieder, versuchen das Spiel nochmal rumzureißen. Das ist uns dann zum Glück mit einem, ich glaube, Tor des Monats, 92, so, wo es war, dann gelungen. Und jetzt nehmen wir den Punkt hier mit, auf jeden Fall. Und schauen, müssen dann nächste Woche wieder nachlegen. Ja, und auch da wieder, wie letzte Woche, zum Schluss nochmal ein entscheidendes Tor gemacht. Wie wichtig ist das für die Moral, dass man auch von eurer Seite aus weiß, mit uns ist immer zu rechnen? Oder auch von eurer Seite, ihr wisst, ihr seid immer gefährlich und immer gut für ein Tor, egal wie spät das es ist. Ich sag mal, wenn das jetzt so weitergeht, dass wir so spät immer treffen, dann wird das irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit in den Köpfen. Dann wird es auf jeden Fall eine Waffe. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht mal davon ausgehen, dass wir in der 92. oder 94. Noch die Tore machen. Natürlich ist es aber eine Stärke, die sich gerade so ein bisschen herausstellt, dass wir halt bis zum Ende, oder dass bis zum Ende mit uns zu rechnen sein sollte. Aber trotzdem arbeiten wir unter der Woche dafür, dass wir das vielleicht schon mal vor der 92. Minute irgendwie, ja, die Punkte sichern. Felix Brückmann, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche euch eine gute Nachhausefahrt. Danke für das Spiel heute und dann geht's nächste Woche mit Vollgas weiter. Dankeschön. Energiefans, ich habe unseren Trainer, unseren Pele Wollitz am Mikrofon. Was sagt er denn zum Spiel, zum 2:2 gegen den BHK? Ja, wir sind in ein Spiel sehr gut reingekommen, so wie wir es vorhatten, hoch zu spielen, Gegner zu attackieren, nicht im Aufbauspiel sich entwickeln. Dann auch verdient das 1-0 erzielt. Müssen aber dann auch festhalten, dass wir nach 30, 35 Minuten, muss man das auch nochmal genau angucken, wann es angefangen hat, unsere Ordnung verloren haben, unser Ballbesitz verloren haben, auch dieses hohe Anlaufen verloren haben, zu passiv geworden sind, hätten schon vor dem 1-1 das 1-1 kriegen können mit zweimal Pfosten und dann den Nachschuss übers Tor geschossen, dann folgerichtig das 1-1 bekommen, haben dann versucht, das in der Halbzeit zu korrigieren, zu anzusprechen, auch diese Themen nochmal zu zeigen, worauf es ankommen könnte, wie dann die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit war. Aber dennoch war die Passivität nach wie vor vorhanden und dann folgerichtig das 1-2 bekommen. Zwar unglücklich das Tor, sieht auch blöd aus für uns als Mannschaft, für den Torwart. Aber unser Torwarttrainer war der Meinung, dass man den nicht halten kann, weil der so eine Bogenlampe hatte. Das kommt dann oben drauf. Danach machen wir noch einen Aufbaufehler, wo wir fast das 1-3 gleich kriegen können. Dann wäre es wahrscheinlich zu gewesen. Gott sei Dank ist er nicht reingegangen. Danach hat die Mannschaft wieder dann die Intensität erhöht. War läuferisch dann auf dem Punkt genau da. Hatte auch ein Stück dann wieder ihre Aggressivität gefunden. Dass man dann am Ende so ein 2-2 schießt, so ein wunderschönes Tor. Natürlich, auf der einen Seite ist es Qualität, aber am Ende in der letzten Aktion ist es auch ein Stück Glück. Wir müssen über die 20 Minuten reden, die entscheidend hätten sein können. 10 Minuten vor der Halbzeit, 10, 15 Minuten nach der Halbzeit. Diese Prozesse, die müssen wir verändern. Yes. Dennoch hat man heute auch wieder gesehen, dass wir stabiler werden, dass wir ein Stück überzeugter werden, aber noch nicht über die Konstantheit, die man braucht, um dann hier heute zu gewinnen. Und was mich sehr überrascht hat, ich meine, BRK, wie Sie es angesprochen haben, eine Mannschaft mit Ihrer Meinung den besten Einzelspielern dieser Liga. Da ging für mich doch relativ viel hinten zwischen diesen zwei Abwehrmännern, zwischen Gerlach und Kauter hin und her. Hatten Sie das so erwartet, dass dann doch recht defensiv und vor allem in der ersten Halbzeit auch recht destruktiv gespielt wird vom BRK? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit die Räume gut zugestellt, wo sie nicht reinspielen konnten. Man hat ja gesehen, wenn wir sie reinspielen lassen, wie zum 1-1 oder zu der Chance, die dann Pfosten und wo sie drüber schießen, wo wir das nicht mehr unterbinden konnten oder nicht mehr unterbunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich sage nochmal, ich sehe schon viel, aber ich muss mir das dann auch nochmal angucken, wo genau der Haken war. Wir hatten das Gefühl, dass wir vorne in der ersten Linie
zu sehr nebeneinander standen und nicht abgekappt verteidigt haben und dass unsere Außenbahnspieler auf der einen Seite Yildirim und auf der anderen Seite Taz zu passiv wurden, den Gegner nicht mehr angelaufen haben. Dadurch hat der Gegner zu viel das Zentrum erobert. Eise und Erde in der Abstimmung dann auch nicht mehr so konstant waren und da haben wir das Spiel verloren, die Spielkontrolle verloren. Gott sei Dank aber nicht das komplette Spiel und die Mannschaft zeigt, dass sie auch über 90 Minuten eine bessere Fitness langsam bekommt, um dann auch noch Spiele zum Schluss zu drehen. Herr Wollitz, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, wünsche Ihnen und der Mannschaft eine gute Heimreise, ein erholsames Wochenende, ein verdientes Wochenende. Und dann freuen wir uns, denke ich, alle schon auf nächste Woche und auf hoffentlich 3 Punkte. Ja. Wünsche ich uns auch allen und vor allen Dingen allen Hörern ein schönes Wochenende, vor allen Dingen Gesundheit. Bis bald. Danke, ciao, ciao. Herr Wollitz, nochmal vielen Dank. Sie sind mein Held. Danke. Ich hoffe, Sie bleiben uns lange erhalten. Machen Sie es gut. Ich habe Niklas Erlbeck bei mir. Niklas, deine Stimme zum Spiel. Ja, schwer zu sagen. Ich denke, wir haben erste Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt, gerade im Zentrum, weil BRK da das Zentrum ziemlich überlagert hat, eigentlich ohne offensive Außen gespielt hat, sondern die Außenverteidiger hochgeschoben hat und alles sehr, sehr zentrumlastig war. Und dann haben wir es im Anlaufverhalten so nicht gut gemacht, haben nicht richtig gepresst, aber auch uns nicht richtig fallen lassen. War dann schwer, BRK hat in die Halbräume ganz gut ausgenutzt und kommen dann natürlich auch kurz vor der Halbzeit zurück. Das hat uns so ein bisschen einen Nackenschlag versetzt. Sind dann dementsprechend auch nicht gut aus der Halbzeit gekommen, so 10, 15 Minuten. Aber ich fand, dann haben wir trotzdem es wieder geschafft, auch uns aus diesem kleinen Loch so ein bisschen raus zu manövrieren und als Mannschaft dann zu sagen, weiter geht's, wir müssen positiv bleiben, wir müssen dran glauben, wir kriegen auch noch unsere Möglichkeiten. Haben dann, denke ich, das Spiel bestimmt, ohne dann so ähnlich wie letzte Woche gegen Meusewitz, so den letzten Pass vors Tor zu kriegen, so die letzte Torgefahr, diese letzte Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen. Haben uns da bis zum 16er ganz gut durchgespielt, aber dann immer so dieses letzte Quäntchen hat gefehlt. Und dann haben wir trotzdem weiter dran geglaubt wie letzte Woche. Und das ist auch so ein bisschen das, was uns auszeichnen muss. Wir müssen da zusammenstehen und bis zur 90. Minute oder 90 plus 2 dran glauben. Und das hat sich heute wieder bezahlt gemacht. Und zu Berkantas muss man nichts sagen. Also wer sich da das Herz fasst und in der 92. so ein Ding raushaut, das hat auch was mit Qualität zu tun. Freut mich für den Jungen, überragend. Ja, überragendes Tor. Besser geht das nicht. Aber was uns beim Kommentieren aufgefallen ist, der BRK, der hat sehr, sehr destruktiv gespielt. Die haben sehr viele Querpässe zwischen den Abwehrreihen gemacht. Wie beeinträchtigt euch das als gegnerische Mannschaft, wenn der Gegner, der ja eigentlich schon sehr gute Individualspieler hat, einfach sehr destruktiv spielt? Ja, weil das ist schwer. Das ist eine Sache, die du im Spiel, weiß ich nicht so richtig wahrnimmst. Du konzentrierst dich natürlich auf dich selbst. Wir hatten dann teilweise auch ein paar Phasen, wo es sehr zerfahren war, wo wir dann auch einfach mal den Ball in den eigenen reinhalten müssen. Da haben wir dann teilweise noch zu wilde Aktionen, wo uns, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, so ein bisschen die Balance fehlt, wo wir den Ball gewinnen, dann wieder verlieren, gewinnen, verlieren. Und das kostet natürlich auch unheimliche Kraft. Dann werden die Räume größer, dann kriegst du nicht mehr diese Kompaktheit hin. Aber ich fand, BRK, wie du schon richtig gesagt hast, hat es dann in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nicht mehr viel fürs Spiel gemacht, haben dann auch sehr schnell die Bälle hergegeben, viele lange Bälle gespielt, das hatten wir im Griff. Ja, aber wir müssen dann probieren, noch wirklich an uns zu glauben, an unser Spiel so zu denken, auch dann versuchen, noch mehr in den Rücken der Abwehr zu kommen, um dann torgefährlich zu werden. Da haben wir dann auf dem Weg dorthin immer noch mal einen Fehler drin und deshalb macht es uns, ist es dann schwer, so diesen letzten Punch vors Tor zu kriegen. Aber ich denke, mit einem Punkt können wir hier leben. Es ist kein leichtes Auswärtsspiel und eine abgezockte, erfahrene Mannschaft BRK. Von daher wird sich, denke ich, hier der ein oder andere auch noch schwer tun. Das ist so. Und was auch, was uns aufgefallen ist, du warst einer der Aktivposten heute. Du warst sehr oft anspielbereit. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Agil, beweglich, immer mit Blick für den anderen Spieler. Ist das mit diesem taktischen Verständnis, was auch bei den Interviews immer rauskommt, ist das, was du unserem FC Energie so geben kannst, neben deiner Erfahrung? Ja, ich denke, das ist schon das, was ich versuche auf den Platz zu bringen, wo ich auch versuche, natürlich den jungen Spielern, man muss sehen, Tobias Eisenhut ist 17 Jahre alt, da versuche ich ihm natürlich ein paar Dinge einfach mit an die Hand zu geben und da auch voranzugehen mit den Dingen, die mich, denke ich, stark machen, genau wie du gesagt hast, also eine gewisse Ballsicherheit, sich auch immer wieder zu zeigen, auch in engen Situationen.
Situationen, da Verantwortung zu übernehmen, am Ball zu bleiben, Spielverlagerungen, so das Spiel in die Hand zu nehmen, genau. Und das ist, denke ich, ja, was ich der Mannschaft geben kann, das versuche ich. Und dann natürlich auch mit Mühe hinten, mit Mitko, mit den ein, zwei älteren, erfahreneren Spielern, dann auch in so schweren Momenten dann die Jungs wieder zu packen und zu sagen, hey, weiter geht's, glaubt dran, wir können alles gemeinsam auch rumreißen. Ja. Und das hat sich heute wieder ausgezahlt. Sehr gut, Niklas, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen Dank. Wünsche euch als Mannschaft eine gute Heimreise, genießt das wohlverdiente Wochenende und dann nächste Wochenende wieder Vollgas vorwärts. Wir sehen uns. Bis dann, danke. Ciao, ciao. Niklas, ich